Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hitman. Wir befinden uns immer noch im Ressort. Und wenn ihr noch ans Ende der letzten Folge springt und euch wundert, warum wir da in einem Schrank versteckt waren und jetzt hier wieder sind, was da passiert ist. Ich habe die Aufnahme gestartet, habe 4 Minuten gespielt, es ist noch gar nichts passiert. Habe dann festgestellt, aus irgendwelchen Gründen ist die Aufnahme stehen geblieben. Zumindest ist das Bild gefroren, eingefroren. Und ja, man hat sozusagen die ganzen 4 Minuten, die ich gespielt habe, nichts gesehen. Ist auch ehrlich gesagt gar nicht so dramatisch, weil es ist, wie gesagt, nichts passiert. So, das Einzige, was wir halt festgestellt haben, ist, wir müssen in das Zimmer des Texaners und wir kommen da einfach nicht rein. So, das ist Fakt. Und wir brauchen diesen Überbrücker. Der Überbrücker wird aber wahrscheinlich da oben von diesem Typen in dem schwarzen Anzug bewacht. Das heißt, wir müssen ein Typ mit schwarzem Anzug sein. Höchstwahrscheinlich. Ist jetzt keine Garantie. So, und wir sind also hier in der Area angekommen, wo unsere beiden Freunde hier stehen, die sehr nett sind. Die haben uns nämlich gerade angeschrien. Ja, und die einzige Möglichkeit, die ich ehrlich gesagt sehe, befindet sich hier. Und zwar, dass ich die Kacke aus meinem Holster ziehe, die beiden Typen wegspratze und denen das Kostüm klaue. Und dann nach Möglichkeit da reinfliehe. Also, tut's mir leid. So. I'm out of here. Weg ist er, der flieht. Keiner hat ihn gesehen. Wo ist er hin? Ist bestimmt nach Hause gefahren. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis die Boys ihre Suche aufgeben. Und dann. Also, wir kommen auf jeden Fall. Vielleicht kommen wir ja auch schon mit diesem Outfit alleine in dieses Apartment rein. Diesen Überbrücker hätte ich trotzdem gerne. Muss ich sagen, weil dann muss ich mir nicht andauernd irgendwelche Sorgen machen. Wobei, jetzt gerade so beim Nachdenken klar wird, dass der Typ wahrscheinlich da oben gar nicht diesen fucking Überbrücker überwacht. Das macht keinen Sinn. Ich glaube eher, ich würde diesen Überbrücker finden, wenn ich in diesen Raum mit der KI gehe. Deswegen ist auch voll auffällig halt, ne? Da ist eine Kamera so und der Typ geht einfach hier in den Flur und geht plötzlich in den Schrank. Dann denkt man sich auch noch so. Er hat sie doch nicht mehr. Alle. So, also ich wäre jetzt echt cool mit euch, wenn ihr jetzt aufhört zu suchen. Da wäre ich absolut cool mit. Kann das sein, dass wir hier gerade rausgeguckt haben? Warte mal, die Tür geht doch auf, oder? Erzähl mir doch keinen, die Tür geht doch auf. Naja, sei es drum. Also ich fände es cool, wenn ihr jetzt aufhören würdet zu suchen. Weil ihr findet mich eh nicht. Ostern ist vorbei. Ihr könnt ja nochmal euer Happy Begräbnis da hinten spielen. Okay, der Raum ist mir jetzt ehrlich gesagt auch neu. Ja, das mit dem Untertauchen als Handwerker, das kauft uns doch eh keinen Schwanz ab. Yeah, that's what I like to see.
What's up with the sudden limp on our resident yoga master? I noticed that. Heard him complain about it on the phone too, talking to his doctor. I think. Ach so, behinderter Yoga-Lehrer. He overstretched her. Oh, warte mal. Das, Dieses Verausfall, was die Insel fand, ist wie für die komplexe chirurgische Eingriffe. Gamma ist eine topmoderne Einrichtung, in der selbst die Türen außergewöhnlich sind. Er benötigt sie zum Öffnen von Türen keinen Schlüssel. Elegant und effizient. Erschwert uns allerdings gerade so ein bisschen die Arbeit. Da können wir nur noch mal untertauchen. Ehrlich gesagt würde ich jetzt mal zurückgehen und mir diesen Weg auf jeden Fall merken. Weil unsere... Please forgive you? Interessant. Oh, you got the mandatory fun assignment. Aber auffällig, ne? Ist mir fuck egal, Alter. Ich liebe Katanas. Also gehört das jetzt mir. Sehr schön. Die hätte ich vielleicht ein bisschen früher gebrauchen können. Die beiden Dudes, ja. Die lassen wir einfach mal. Die sollen mal ruhig da ihre Eier... chillen. Okay, gut. So, jetzt rennen wir mal ans andere Ende. Mit unserem absolut unauffälligen Katana. Duck. Ich bin Nahkampfspezialist. Deswegen das Schwert auf dem Rücken. Good hunt. Ja, da. Hat er jetzt Good Hunt gesagt? Das nenne ich mal Humor. Ich kotz ab, Alter. Ich kack echt ab. Oh, das sieht schon sexy aus mit dem Katana auf dem Rücken, Mann. Ich hätte auch eigentlich... einfach den einen Dulli runterschubsen können und den anderen Dulli einfach, ne? Ja gut, hinterher ist man immer schlauer. Okay. Dann brauche ich jetzt aber einen neuen Plan. Guten Tag. Ich bin... Hallo? Ich bin vom Gesundheitsamt. Hygieneinspektion heute. Ist das nicht der fucking Yoga-Lehrer?
Okay. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So, warte mal. Nee, da komme ich aber aus dem Gebiet raus, ne? Gibt's nicht vielleicht eine Möglichkeit? Wie ich von außen auf diesen scheiß Balkon klettern kann? Ihr habt mich nicht gesehen. Ich bin unsichtbar für eure Augen. So, das funktioniert nicht. Moment, ich wollte ja hier raus. Okay, lass uns mal hier aus ein bisschen rumgammeln. Hör auf, in deinem Bad zu nuscheln. Ich teste mal was. Komme ich denn hier hin? Oh, wo kommen wir denn da hin? Jesus, ist diese Scheiß-Map verwinkelt. Mein Gott, Junge, erschreck mich doch nicht so. Du Spacko. Oh, was ist denn das? Ach, das ist ja unser komischer Freund da, ne? Ja, schon verlockend, muss ich sagen. Du, hast du Asthma oder so? Boah, Dicker, ist der am Schnarchen, ey. Heilige Scheiße. Macht der mehr Lärm? Macht der mehr Lärm als ein fucking Staubsauger? Thanks, 47, I have intel regarding the pilot.
I managed to gather intel from the hospital's security system. The chief surgeon, Nicholas Laurent, seems to have frequent rendezvous with a helicopter pilot near the remote personnel exit. And ja. Rumor has it that the chief surgeon suffers from trembling hands. Ja. Ja, ja. Aber das ist nicht für die Alte. Ich mache sie erstmal die Alte hier kalt machen. What's up, bud? So diese. Chief was like, not even the bodyguards come through here, so I'm really sorry, really am. Cybernetics doesn't sit right with a lot of people. Okay. Ach nee, ne? Oh nee. Ich kann wahrscheinlich da an diesem fucking Rohr runterklettern durch das Fenster rein. Aber was bringt mir das? Ist das überhaupt die Area, wo ich hin muss? Wenn ich jetzt hier rumkletter, Alter, dann denkt der Typ sich da bestimmt, ich mach bei Ninja Warrior mit oder so. Nix habt ihr gesehen, Leute. Okay, wenn ich jetzt halt wirklich da runter kletter. Wo komme ich da hin, Mann? Also der geht halt wirklich schon ziemlich häufig zu dem, ne? Muss man doch mal an der Stelle jetzt festhalten dürfen. Aber das raffen die doch da hinten gar nicht. Das Problem ist, die Magic nützt mir nicht viel. Aha. Das ist halt echt nur dafür, ne? Oh, ich krieg ein Kind, Alter. Muss ich mal eben da rein. Diese Verwendung regelt die Dosis. Okay. Ja, warte mal. Aber was bringt mir das?
Ja, das ist ja alles schön und gut. Das bringt uns nichts. Also ich könnte jetzt natürlich hier auf doof rumklettern. Ach, ich hätte auch so reingehen können. Völlig umsonst da. Ganz ehrlich, jetzt soll sich ja auch lohnen, ne? Scheiß auf die Minuspunkte. Okay. Weil genau das war jetzt der Plan. Ich muss das natürlich auch weglegen dann. Wir brauchen nämlich definitiv eine neue Verkleidung. Okay, da darf ich ja nicht mit der Verkleidung hoch. Als was muss ich mich verkleiden? Um in diesen Raum mit den Zigaretten einfach zu kommen. Er hat mich nicht auf dem Giga, ne? Did you clean the sauna? Hey, who are you? What are you doing? Problem anyway. Is he a friend of yours? Ey, warum verfolgt die Alte uns? Wenn die jetzt hier reinkommt, dann nehme ich die überhaupt so. Jetzt sehe ich erst diesen fucking Schrank, Der Texaner. Ich komme bestimmt nicht mit so einem Aufzug da rein, oder? Glaube ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Hope you have everything you need. Naja, nicht ganz. Oh, I have one question, and I need your honest opinion here. What's your take on the global situation? If you need anything, because ask. I have to admit, I'm lost. There's a global bubble that's clearly about to explode. Whoops. It's money, nothing else, but even that is castrating us. Just wants to earn more and more and more money. It's just a suspicious cycle. It may come as a surprise to you, but I don't really deal in arms. Maybe I do. Maybe it's part of it. Okay, it's not the most. Nein. Oh nein, jetzt kommt der Dude hier hin. Hey,
think it's funny when they start shooting. Hey. Back with more men. Just hey, do your job. Something bad is going down. We got a situation. Hallo. Mann, Alter, warum sind die alle so geil auf unseren Arsch? Okay, Leute. Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch sehe, ist, dass wir den Texaner Hobbs nehmen. Wenn wir den Texaner haben, er ist safe der Einzige, der da reinkommt. Das heißt, wir müssen den Texaner finden. Wir müssen den Texaner finden. Keep the customers happy. Ich kann den Typen halt einfach nichts über den Schädel ziehen, Mann. Das ist ja unlustig. Ja, den kann ich auch nicht auslösen, weil der Dude da sitzt. Entschuldigung. No staff this way. Please move on. Thank you. Ja gut, die Messer bringen uns ja genauso wenig weiter. Die Frage ist, wie sieht der Texaner aus? Ist das der Texaner? Ich bin ein VIP-Patient. Der immer wieder nach Hause rennt. Kann ich jetzt da rein? Hello. This is my apartment. I want to enter my apartment. Oh, my sweet apartment. Oh, look at this. This is my bathroom. Here I'm going to rest a bit. Oh, look. The door is closing. The door is closing on me. Wait a minute. Why are these sounds over here? Ich habe nichts bestellt. Um Hilfe rufen? Nee. Hinlegen? Nee. Mein Name ist Dexter. Ich hab die Hosen voll. Untersuchen. Yes. Information einsehen. Mr. Dexter steht auf der roten Liste und wird für eine Lungentransplantation vorbereitet. Ja, das habe ich sehr gut ausgesprochen. Lungentransplantation. So. Sobald ein passendes Spenderorgan verfügbar ist. Deutsch kann ich! Bis jetzt gibt es keinerlei Komplikationen und der verantwortliche Chirurg geht von einer vollständigen Genesung des Patienten aus. Schön. Okay. Warte mal. Könnte ich theoretisch? Das ist doch mein Apartment, oder?
Können wir ja ganz einfach testen. Ja, doch, klar ist das. Warum jetzt? Warum? 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 Ich verstehe es nicht. Hier dürft ihr sowieso nicht rein. Aber das da müsste eigentlich mein Apartment sein. Weil noch eins ist da ja nicht dahinter. Und ich meine, wir waren ja auf dieser Ebene. Aber diese Frage werden wir in der nächsten Folge beantworten. Und in der nächsten Folge werden wir auch die alte Hops nehmen. Hoffentlich. Naja, mal schauen. Ja, bis dahin haut auf jeden Fall rein. Cheerio.